Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn ihr seht's, wir werden heute mit der Flamberge spielen, habe ich richtig Bock. Ich habe das umgesetzt. Im letzten Part habe ich ja gesagt, naja, mal gucken, ob ich die aufstärken kann. Und es hat geklappt. Ich werde mich durchtesten, denn diese 30 mehr an Angriffspunkte, ich finde, das sollte man jetzt gleich merken. Wir kriegen ja einen Bonus, weil wir Beweglichkeit haben. Und der Grundschaden ist ja auch höher. Ich kann es immer noch mit einer Hand führen. Den Bogen nehme ich dann trotzdem noch mit. Kann ihn nur nicht schnell wechseln. Also da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Und auch wenn das mehr an Kilos kostet, ich musste sogar extra nochmal so viele Seen investieren, dass es für ein Level-Up reicht. Denn ihr seht, ich bin ganz knapp weiter bei der 50% Ausrüstungslast. Und das darf nicht sein. Ich musste auf jeden Fall nochmal ein bisschen was reinpumpen in Ausdauer. Ah, tat ein bisschen weh. Deswegen hier im Inventar. Ich habe nicht mehr so ganz viele Seelen. Aber ich fand, es war ein guter Tausch. Ich habe auch dafür, für das Hochstärken des Schwertes, online mal nachgeschaut, wie viele Scherben ich brauchte. Das waren so 70 Scharfsteinscherben und 36 große Scharfsteinscherben. Die konnte man sich ja kaufen, überhaupt kein Problem. Mir haben halt nur Scharfsteinklumpen gefehlt. Und wisst ihr, was jetzt geil ist? Bevor wir jetzt den Turm hier hochgehen, ich habe ein paar Sachen wieder so rausgefunden. Oh, gemischte Dämonenseele bekomme ich hier. Wieso bekomme ich denn jetzt erst gemischte Dämonenseele? Habe ich hier etwa noch nicht vorher berührt? Meine Hand draufgelegt? Okay, das ist komisch. Also was neu ist, dieses Schwert lässt sich halt nur langsam führen. Es ist sehr groß, sehr schwer, mehr Kilos in einer Hand. Also versucht mal hier mit 6 Kilo in einer Hand dann einen vernünftigen Schlag zu machen. Das ist nicht ganz so einfach. Aber für diesen Scharfsteinklumpen gab es hier noch die Eidechse. Und da habe ich nämlich, als ich bei der Flamberge nachgeschaut hatte, festgestellt, man kann diese Eidechsen, die ja hier so sind, so alle paar Meter, man kann die farmen, und zwar weil jeden Boss, den du besiegst, spawnt überall eins dieser Eidechsen mehr. Die haben also einen festen Spawnpunkt, die kannst du also nur begrenzt looten und bekommst immer einen Bonus für jeden Boss mehr. Ist das nicht spannend? Das habe ich irgendwann so nebenbei gelesen, obwohl ich es gar nicht wollte, aber damit ist das natürlich auch dann geklärt. One Hit. Da dachte ich mir schon so. Hier bräuchte ich zwei Schläge. Okay, das ist ein großer Unterschied. Also auch wenn wir jetzt schwächer sind, was die Angriffsgeschwindigkeit angeht. Alter, wir machen 40 Schadenspunkte mehr mit einem Hieb. Das ist ja fantastisch. Das ist ja richtig, richtig fantastisch. Dann machen wir mal Folgendes zum Test. Ich gehe nochmal zur Vorburg, denn da war ja oben auch eins dieser Eidechsen. Da kannst du nämlich da hinten, wo ich gerade gewesen bin, da habe ich nämlich die Scharfsteinklumpen noch mehr herbekommen. Da gab mir dieses eine kleine Eidechsenmonster genau 3 Stück und ich hatte nur eins gebraucht. Was ich auch gelesen hatte ist, dass man bei diesem Schwert hätte man auch auf plus 8 gehen können und dann mit irgendeiner Seele hättest du auch ein ganz anderes Schwert hier craften können. Was auch richtig geil aussah. Ah, ich hab mir gedacht, nö, komm. Ich hab mich so sehr über dieses Schwert gefreut. Und hätte man jetzt nicht online nachgeschaut, dann hätte man das Schwert ja sowieso nicht gesehen. Also hätte es eh nicht gerafft. Also ich versuche auch immer noch möglichst keine Infos online zu bekommen. Hier war es aber schon sinnvoll, weil ich einfach nicht jedes Mal mir die Scherbe kaufen wollte. Ich nicht weiß, wie viel brauche ich noch. Und dann gehst du immer wieder den Weg in diese Minenkatakomben, ins Feuerbiom. Das muss nicht sein. Also da habe ich dann schon schlauerweise geguckt, wie viele Scherben brauche ich. Deswegen habe ich online nachgeschlagen. Und leider stand eben dort auch, welche Möglichkeiten es gibt der Waffengestaltung. Naja, ob es jetzt ein Fehler war? Wahrscheinlich schon. Ich gehe davon aus, dass ich dieses Schwert auch eh gar nicht brauche. Ich vermute sogar, dass ich daran keinen Spaß finde, weil einfach die Angriffsgeschwindigkeit schon ein bisschen besser ist bei vielen Gegnern. Wir können mal gucken.
One-Hit. jetzt haben wir diesen Gegner auch als One-Hit. Das ist echt geil. Das ist richtig großartig. Okay, ich nehme meine Aussage zurück. Und tatsächlich ist sie hier. Gut, das Mann. Eine große Scharfsteinscherbe. Okay, die brauche ich ja nicht looten. Ja, auch das ist jetzt keine große Weltneuheit. Wir hatten ja schon herausbekommen, dass je weiter hinten wir sind, also nach jedem Boss, werden ja die Gegner aggressiver und härter zu besiegen. Und natürlich geben auch dann die Eidechsen viel mehr und besseren Loot. Und die geben auch unterschiedlichen Loot. Das heißt, die Scharfsteinklumpen, die werde ich hier bloß finden in diesen beiden Sachen. Also hier könnte man nochmal reingehen und versuchen im Gebiet 2-2 das zu farmen. Aber das ist einmal gesehen habe. Dann, was ich auch nochmal kurz vorher zeigen möchte, bevor wir jetzt in den Turm hochgehen. Ich habe mich hier bei den Hilfen, hier gab es irgendwo eine Hilfe. Da, Hilfsmenü. Habe ich mich mal so ein bisschen durchgelesen in der Hoffnung, dass ich andere Waffenangriffe mir aneignen kann. Und da stand noch etwas zur Welttendenz. Leider ist diese Aussage hier auch sehr, kann ich sagen, nicht gewinnbringend. Also ich sehe, da wird die Welt angezeigt in sehr hell und sehr dunkel. Was ich nicht wusste ist, wenn die Welt dunkler wird, bekommen die Dämonen mehr Kraft. Das ist schon krass, weil das heißt ja für mich, ich muss noch mehr reinhauen, ich brauche selber eine höhere Angriffsstärke. Also was heißt das, die bekommen mehr Kraft? Haben die mehr Lebenspunkte, teilen die mehr Schaden aus? Das ist ja schon scheiße. Und dann habe ich gleich mal geguckt hier auf Tendenz und siehe da, ganz links, Kaltstein des Habgierigen Königs. Ich finde, das ist doch jetzt eine helle Tendenz. Warum? Warum ist dort die Tendenz hell? Und warum ist bei Steinfang-Katakombe, wo wir ja auch alles geklärt haben, warum ist denn das nicht hell? Liegt es daran, weil wir im ersten Gebiet viele NPCs befreit haben, geholfen haben? Weil am Boss kann es ja nicht liegen, wir haben ja alle Bosse besiegt. Oder gibt es bei Kaltstein des Gräberkönigs auch noch irgendeinen Secret-Boss? Haben wir jetzt hier die Drachen vertrieben oder was ist hier passiert? Also ich verstehe nicht, warum ist bei der Welt 1 eine helle Tendency und bei der Welt 2 noch nicht, obwohl wir da alles geholt haben. Ich raff's nicht. Und was ist jetzt unser Bonus? Also hätten wir jetzt hier noch irgendwas Besonderes davon? Bringt uns das was? Kommen wir jetzt irgendwo hin weiter, wo wir vorher nicht hingekommen sind? Mir fällt spontan jetzt kein Ort ein, wo ich noch hätte hingehen können. Die beiden Türen, die verschlossen waren, die haben wir ja geöffnet. Oder ich habe was übersehen und vergessen. Ja, unser Held ist auch neutral. Damit seid ihr auch up to date. Ja, mehr wollte ich erstmal gar nicht zeigen. Das ist passiert und oh, hier in der hellen, strahlenden Sonne, da kommt auch dieses Schwert so schön zur Geltung. Oh, ich will, dass sich das Metall spiegelt in der Sonne. Ich finde das geil. Ich finde das wirklich geil. Dieses vorne ledergerahmte Bund, die Schwert, Scheide und Schneider, es ist schon, ja, ich find's geil, weil es einfach so groß ist. Das war ja auch die Faszination bei diesem Durchdringerschwert. Das hätte ich ja auch gerne hochgelevelt. Warum das nur bei Level 90 war, ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du es upgraden oder kombinieren mit irgendeiner Seele bei dem Schmied. Und ihr habt ja auch oft gesagt, komm, geh zum zweiten Schmied. Der kann dir ein bisschen mehr Sachen herstellen. Aber konnte der doch gar nicht. Ich war jetzt so oft schon bei dem Schmied in der Hoffnung, hier, ich habe dir ein Persil mitgebracht. Mach mal was draus. Der hatte nie ein Angebot, ein weiteres für mich. Komisch. Na egal, ich mache mich da nicht verrückt. Und auch hier die Info, wenn es jetzt ein Fehler war, dieses Schwert hier hochzupimpen, egal. Wir werden sowieso das schaffen, denke ich. Okay, hier, Stuhlparty. Wer ist das? Was hat er gesagt? Service? Service Dieter? Ich bin nicht der Service Dieter.
Ach, der lässt diese roten Monster auferstehen. War das schon so der Endboss? Geil, One-Hit. Das ist auch das erste, was ich rausbekommen habe, dass dieser harte Schlag schön geradeaus geht. Nichts hiermit. Komm, ich hau mal an die Seite der Wand. Natürlich ist in vielen Bereichen so ein großes Schwert ein enormer Nachteil. Aber das empfand ich als großen Vorteil, dass wir diesen harten Schlag genau vor uns spammen können. Das ist fantastisch. Und dann kannst du einfach Feuer blocken, wenn es hart auf hart kommt. Guck mal, einen Schlag. Hammer. Das ist so Hammer. Ach ja, wo bin ich denn ausgerüstet? Ich habe den Ring der Gunst und den Seelenring ausgerüstet. Also ich bekomme jetzt mehr Seelen für das Besiegen von Monstern und habe eben eine höhere Chance auf Item-Drops. Das ist so die Strategie erstmal in der menschlich Form. Hier sollte ich wechseln bei dem. Ja. Und das sind immer noch ganz gefährliche Gegner. Selbst mit dem Schwert glaube ich nicht, dass wir den mit einer Angriffsserie ausschalten können. Oh, die geben aber viele Seelen. Guck mal, wir haben jetzt 5400, der müsste so 3000 gegeben haben. Aber ist doch geil, das können wir schön hier ein bisschen auswechseln und ausprobieren. Guck mal, hier oben wird es lauter. Es wird lauter. Okay, und damit ist es auf einmal wieder verstummt. Oh, es reicht doch. Es reicht gerade. Oh, da. Ach, schade, eine Scherbe. Ich glaube, die bringt uns da sowieso nichts. Das wird irgendeine Mondschein-Scherbe, Sonate, was auch immer sein. Wie willst du denn den besiegen? Hier ist schon der Nebel. Ist hier jetzt schon der nächste Boss? Ach Mensch, da hätten wir ja im letzten Part das ja auch schon hier machen können gemeinsam. Tatsächlich, alter Mönch. Der hat auf jeden Fall eine zweite Phase. Der ist ja viel zu einfach. Okay, ich muss sagen, die Stühle nerven ein bisschen. Ich gehe mal auf die andere Waffe. Vielleicht ist es besser, hier dann doch eher schnell zu sein. Ja, das ist ja viel besser. Okay, das war's noch nicht. Das war zu einfach.
Das war's jetzt nicht. Das hätten wir locker in der letzten Folge gemacht. Aber habt ihr gemerkt, bei so schnellen Gegnern ist dieses Schwert, was wir haben, viel besser, obwohl es ganze 30 Angriffsstärke weniger hat. Na gut, jetzt habe ich nicht getestet. Ich habe ja auch mit dem anderen Schwert nur den harten Schlag gemacht. Wir hätten ja auch mal den machen können hier. Aber, guck mal, zwei Schläge hätten wir höchstens machen können. Hier, das hier. Das hier ist und bleibt einfach geiler. Weil es ist ja oft so, dass wenn wir diesen Schlag machen, wird ja der Gegner zurückgedrängt. Also bisher ist immer noch mein Anfangsschwert das Beste, was ich habe. Das ärgert mich schon wieder, dass ich da den Aufwand betrieben habe. Aber egal, bei den Standardgegnern, da kann es ja schon sein, dass wir da besser wegkommen mit mehr Schaden, aber auf einen Schlag. Ey, aber das kann doch jetzt nicht gewesen sein. Das war viel zu einfach. Also erstmal ohne Witz. Das war doch kein Bosskampf. Das ist das letzte Gebiet. Das letzte Gebiet hier in diesem Bereich. Und wir konnten alles problemlos wegblocken. Das kann ich nicht glauben. Jetzt kriegen wir eine goldene Dämonenseele und hier geht's echt nicht weiter. Warte mal. Tendency. Wir haben auch hier keine goldene. Haben wir einiges übersehen? Kann ich das hier öffnen? Achso, sah aus wie ein Sarkophag. Das ist eine blöde Säule. Ah, crappy. Ja, auch das kann ich hier nicht akzeptieren. Guck mal, der Raum sieht einfach richtig geil aus. Diese ganzen Stühle wie ein Thron aufgebauscht. Wirklich mal sehen, wie das aussieht ohne diese Stühle. Jetzt weiß ich auch, warum wir hier den Punkt hatten. Jetzt kannst du nämlich auf der Seite, nämlich ganz schön und gechillt. Pass mal auf, ich gehe mal in den Nexus, weil ich mich ja aufheilen möchte. Ich bin ja auch nicht blöd, dass ich hier mit weniger Lebenspunkten versuche, das zu holen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Und gucken mal, was uns die Scherben bringen. Naja, dass der jetzt noch hier steht, immer so als Wachmann, das passt mir auch überhaupt nicht. 3.500. Mondlichtsteinklumpen, genau, 2 Stück. Also die geben immer die Klumpen. Verstehe. Also man kann sich so einprägen, für die ersten Level-Ups einer Waffe ist der erste Bereich gut. Dann kommen diese großen, scharf, hart oder was auch immer für Sachen. Die bekommst du immer in dem zweiten Bereich. Und im hinteren Bereich, da geben dir diese Eidechsen die Klumpen für deine Waffe. Und wir brauchen dann noch einen Rheinstein. Und der Rheinstein, den haben wir einmal von Ostravos bekommen. Den habe ich hier fürs Schwert auch investiert, für mein zweites. Und davon scheint es nicht so viel zu geben. Ach, ich bin gerade irgendwie echt so ein bisschen platt und baff, dass das hier so ein... Also, das ist mir zu billig gewesen. Das ist mir echt zu billig gewesen. Das war bis hierhin die größte Enttäuschung. Also, der leichteste Kampf, selbst der zweite Kampf gegen diese, was war das, Menschenfresser? Das war ja viel packender als jetzt gerade hier der letzte Boss. Das kann ich nicht glauben. Da stimmt was nicht, Leute. Leute, da stimmt irgendwas nicht. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch 2 Gebiete. Wir könnten jetzt hier in was ganz Neues reingehen. Oder wollen wir... Ach, Schattenmenschen, oder wollen wir uns das antun und hier in das Giftbiom reingehen? Ah, ne, komm, wir lassen uns das übrig für den allerletzten Part. Also es wird nicht den allerletzten Part geben in dem Bereich, aber ihr wisst, was ich meine. Dann machen wir erstmal ein paar Level-Ups. Wo ist denn hier die Frau? Da. Ihr Strick, dann berührt ihn den. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Ich gehe auf Beweglichkeit, weil so wie es aussieht, ich brauche ja... Aus ihrem Gefäß entnommen.
Ich brauche ja nichts anderes. Ich fühle mich von... Auf dass die Welt geheilt werde. Ich fühle mich so ganz gut. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen 2 Level-Ups. Wartet, wo seid ihr? Denn die behalte ich erstmal, die behalte ich auch. Hm. 12.000! Ich kann das immer nicht abschätzen, wer welche Seelen in welcher Vielfalt uns gibt. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers. So. Oh, guck mal, das zweite Level-Up, das gibt da sogar schon 2 Punkte. Das ist gut. Und die nächsten beiden investiere ich wieder in Vitalität und Kondition. Das ist so der Plan. Das machen wir wieder mehr Schaden und halten auch mehr aus. Damit sind wir noch stärker. Seid ihr fertig? Ich glaube ja. Vielen Dank, Madame. Auf Sie ist Verlass. Es war mir ein Vergnügen. Oh, ich habe schon lange. Nein, nichts zu danken. Und dann decken wir uns bei dem hier nochmal ein. Ich habe hier ein bisschen Grasi-Gras. Guck mal, da holen wir uns 9 Stück. Hey, wo wollt ihr denn hin? Wir haben noch die Kohle und damit sieht's doch gar nicht so schlecht aus. Ja, Leute, dann ab ins 4. Gebiet. War eine Überraschung. Es ist wirklich überraschend gewesen, dass wir jetzt so einfach durchgekommen sind. Aber tja. Oh, Regengebiet. Rand der Insel. Ich glaube, das wird mir mehr zusagen. Regen ist zwar auch nicht so meins, aber natürlich ist es so, dass wir hier sehr viele Gegner haben, wo wir einfach uns nicht gut fühlen sollen. Das ist ja auch klar. Da, Bonfire. Oh, meine Nase. Ich muss gleich niesen. Wenn ich jetzt niese, bitte nicht erschrecken. Kann ich es unterdrücken? Ja, auch die mit 2 Schlägen. Das heißt, wir wechseln auf das Schwert. Weil ich glaube, wir können die one-shotten. Nee, können wir nicht. Wir können die nicht one-shotten. Dann ist das Schwert ein Nachteil. Das sind ziemlich viele von denen. Klingensteinscherbe. Ja, kaum bist du hier, kriegst du andere Möglichkeiten, ne? Ach ja, ein bisschen schade, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass mir die vermeintlich bessere Waffe gar nicht so viel bringt. Sie ist zu langsam. Wer hätte es gedacht? Sie ist zu langsam und der Schaden, den wir machen, der ist auch nicht so unterschiedlich. Oder warte mal, wir könnten höchstens, wir werden es mal ein bisschen austesten. Ich gehe mal, oh, Drache, Motte, fliegende Motte, was auch immer das ist. Da ist schon Nebeltür. Ja, die schießen von oben. Ich hole mir die Items hier nicht. Ich werde die erstmal besiegen. Oh. Na, den kennen wir doch noch. Hier, guck mal, kannst du hochgehen. Oder auch nicht. Doch ich glaube, du kannst bestimmt vorher hochgehen und die ausknipsen. Dass sie dich eben letzte in dem Kampf nicht stören. Da war jetzt eine Falle oder was? Ich würde gerne nach oben. Hier. Da ist die Treppe nach oben. Ich gehe mal aufs andere Schwert. Habt ihr gesehen? Der wollte nämlich auch gerade ausholen. So eine schnelle Waffe ist doch hier in Demon's Souls das viel bessere. Wer hat jetzt geschossen?
Da ist eine Eidechse. Wer schießt denn hier? Hier ist doch keiner. Von da drüben. Dann machen wir mal Folgendes. Wir haben ja noch hier einen Pfeil und Bogen selber ausgerüstet. Ja, Mensch, schade. Auch das so eine kleine Ernüchterung. Ich habe gedacht, jetzt haben wir so ein fettes, besseres, geiles Schwert und jetzt machen wir hier bessere Action. Aber ist ja gar nicht der Fall. Mann, ist das schade. Und wie komme ich jetzt dahin? Es muss einen Weg rumgehen. Wir sind besser dran, bei dem schnellen Schwert zu bleiben, weil wir damit viel mehr reinhauen. Ja, das ist so völlig faszinierend. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Weil es ist schon ein Unterschied, wenn wir hier zweimal angreifen können. Hintereinander. Und das geht ja bei dem Schwert, bei der Flamberge, leider ja nicht. Und damit ist es nicht besser, obwohl es eine höhere Angriffsstärke hat. Hätte man sich vorher schon denken können, aber wenn man es nicht testet, kann man es ja vorher nicht wissen. Schade. Ist das jetzt schlimm? Naja, nicht wirklich. Wir haben zwar viele Items ausgegeben, hat auch sehr viele Seelen gekostet. Das waren locker 100.000 Seelen. 100.000 Seelen sind in der jetzigen Verfassung immer noch sehr viel. Das sind 3 Level-Ups und die hätte ich ja dann natürlich auch gerne woanders investiert. Naja, sollte ich irgendwann nochmal einen Durchlauf machen, dann weiß ich Bescheid. Ich würde... Also ich würde, wenn ich hier nochmal einen Durchlauf machen würde... Das genauso machen, dass ich bei dem Schwert bleibe, weil der Blutungsschaden, der ist schon geil. Du kannst schon in den ersten beiden Welten dein Schwert aufleveln. Das ist schon cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Skelette richtig nerven können im zweiten oder dritten Bereich. Weil die teilen jetzt schon ordentlich aus. Gerade auch der harte Schlag, der kann ja bei 2 Schlägen mein Schild unterbrechen. Muss ich aufpassen. Ich meine, jetzt muss ich noch nicht so aufpassen, da bin ich sehr gut chillt, was angeht. Ich gehe mal davon aus, dass die Krähe jetzt mit uns gesprochen hat. Also ja, ich würde ja gerne tauschen, aber wo soll ich das hinlegen? Ist das diese eine berühmt-berüchtigte Stelle, wo es ein Nest gibt, wo man sich selber reinlegen kann und man dann abtransportiert wird? Ist das das hier? Aber hier ist ja kein Nest. Hä? Das macht mich verrückt. Weil die Krähen sind ja offensichtlich hier. Wo muss ich jetzt was hinlegen? Naja, könnt ihr doch haben? Ich... Ich weiß nicht, was sie will. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was die von mir will. Hier, ich habe ein paar... Das kannst du haben. Hier. Bitteschön. Wenn das nicht funkelt, weiß ich auch nicht. Darf ich nicht. Da oben ist ein Nest.
Tja, keine Ahnung, bin ich anscheinend zu blöd dafür. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie ich jetzt was bei der tauschen kann. Die will irgendwas tauschen, macht ihren Standardtext. Oh, die nervt Kitty, abschießen. Ey, wenn die das noch einmal sagt, das macht mich richtig gerade aggressiv. Das ist wie so ein kleines nerviges Kind, was neben einem steht und dann immer sagt, ich will haben. Oh, Zerreißprobe. Voll die Zerreißprobe. Und wenn ich jetzt zurückgehe, fängt die wieder an zu quatschen und das ohne zu wissen, was ich hier machen soll. Ich will tauschen, klar, gerne. Boah, bloß schnell weg, das ist ja fürchterlich. Das ist ja richtig schrecklich. Wir gehen da oben nie wieder hoch. Ihr könnt mir gerne sagen, was ich da machen soll. Dann gehe ich vielleicht nochmal zurück, aber... Alter Falter. Das ist mir zu stressig, mich da jetzt vor den Krähen belappen zu lassen. Und dabei kommt überhaupt nichts mehr rum. Vielleicht kommst du anders zum... Keine Ahnung, zum Nest. Da oben war ja ein Nest, aber wir können da nicht einen Baum hochklettern. Das geht ja nicht. Sowas gibt's ja nicht bei uns hier. Was ist denn das? Was ist denn hier passiert? Das war davor nicht da. Na egal, wir gehen mal nach unten, ne? Ach, hier unten gibt's gar nicht. Da hat sich der Skelettkrieger versteckt. Jetzt gehen wir quasi nochmal die gleiche Runde. Auf keinen Fall. Gehe ich mal schön zurück. Vielleicht gehe ich offscreen nochmal dahin, aber oh, das machen wir nicht gemeinsam. Ist ja. Green Action hat hier ein Ende. Hm, Funkel, Funkel, gib Blitzer mir. Okay, Krähe, wo soll ich es hinlegen? Oh, Funkel, Funkel, gib Blitzer mir. Ja, ich hab's verstanden. Krähe, wo soll ich es hinlegen? Oh, Funkel, Funkel, gib Blitzer mir. Ich hab's verstanden! Wo soll ich's hinlegen? Ja, gehen wir doch erstmal hier nach unten nochmal. Und looten dir den Shit! Oh, Kupferschlüssel! Das ist auch immer so geil. Immer wenn du denkst, ach komm, der ist eh nur irgendeine Seele. Nee, jetzt haben wir hier einen Schlüssel gefunden und können mit dem wieder irgendwas anderes anstellen. Ach, hinter uns hat sich die Tür zugemacht. Wir können es doch nicht öffnen. Das sind auch Fallen. Und ich latsche auf jeden Fall gleich rein, oder? Doch nicht? Dann war es ja doch gut, nochmal zurückgegangen zu sein. Das heißt, ich muss doch zu den Krähen hoch? Kann ich nicht hier irgendwie runterjumpen? Bestimmt. So. Könnte ich abschießen, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Kann ich hier runter? Kiditsch. Ich find's gemein, weil ich nicht weiß, wer da auf mich schießt. War das dieses komische Monster? Hat es die Fähigkeit, Kristalle zu schießen? Den machen wir platt. Oh, oder auch doch nicht. Der kommt gar nicht nach vorne. Ich muss mich erstmal wieder so an die ein bisschen gewöhnen.
Scheiße. Ja, ich hatte kurz vergessen, dass ich den Bogen ausgerüstet hatte. Ich wollte jetzt ganz schlau auf meine Zweihandwaffe. Also ich habe keine Zweihandwaffe, aber ihr wisst, was ich meine. Wechseln. Ich konnte nicht rollen. Ich konnte gerade nicht rollen. Das ist doch schon mal passiert. Das ist doch schon mal passiert, dass ich den Kreisbutton drücke und dass das nicht geklappt hat. Also manchmal verstehe ich das nicht. Man, der kann doch nicht so viel. Ich muss da einfach nur hin. Das ist halt blöd, dass der so gepatcht ist, dass er da hinten an der Ecke kleben bleibt. Das ist ein bisschen Mist. Ich hab mich jetzt ganz schön erschrocken. Also der Schrei, der war unnormal laut gerade. Graue Dämonenseele. Ach, die halten auch nur einen Schuss aus. Ich hab gedacht, das sind ganz große, gefährliche Brocken. Da hätten wir sie gleich ausknipsen können. Wusste ich nicht. Okay. Ja, dann bleiben wir hier mit dem feinen Bogen ausgerüstet. Mann, schade. Ich wollte mit der Flamberge zocken. Ich wollte es einfach. Schade, schade. Und eine Wolkensteinscherbe. Naja, wir können mal gucken. Vielleicht können wir ja für die Zukunft ein anderes Schwert hier nehmen. Oh, guck mal, der hat auch 90. Ist auch D. Vielleicht wäre der besser gewesen. Der kann auch... Oh, der ist besser. Dieser Säbel ist besser. Scheiße. Der ist bestimmt auch schnell, oder? Ja, Mann, Crap. Das wäre dann wirklich mal eine Verbesserung. Wir hätten den aufrüsten sollen. Ist das ärgerlich. Der wäre besser gewesen. Zwar auch nur 10 mehr, aber da der auch Blutungsschaden macht, der auch eine höhere Haltbarkeit hat, und auch uns auf Beweglichkeit einen Bonus gibt. Die Folge ist nicht so geil heute, weil Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen, leichte Bosskämpfe, das ist so enttäuschend. Heiliger Feind 5. Naja, können wir hier zumindest noch ein bisschen looten. Soldatenlotus. Gab uns irgendeine Heilung bei einem Zustand, welchen weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht war es ja sogar Gift. Gottestalisman. Das sagt mir auch gar nichts. Okay, wie komme ich jetzt nach da drüben? Runterspringen von oben. Da hätten wir bestimmt einmal hochklettern und dann umtänzen. Oder kannst du hier von außen lang? Geht das? Ja, du kannst hier zumindest. Nee, schaffst du nicht. Ich glaube, du musst dann bestimmt wieder da hoch und dann einfach runterspringen von der Anhöhung. So, hier war ja auch geschlossen. Wir waren noch da hinten vorhin. Das hilft nichts. Wir müssen es nochmal machen. Ach, hier war die Krähe. Oh nee, da wollte ich gar nicht mehr hin. Keine Krähe. Funke tauschen. So, jetzt sprinten wir mal nach hier drüben und dann müssten wir hier nur runterjumpen. Hätte ich zumindest gedacht, das geht doch nicht so. Weil ich will ja dahin. Wie komme ich dahin? Hier, guck mal, von da unten. Ne? Wie komme ich denn dahin? Das ist ja seltsam. Jetzt bin ich hier schon wieder an einem Punkt, wo ich gerne weiterkommen würde, aber es geht nicht weiter. Ich spring nochmal nach unten. Vielleicht habe ich was übersehen.
Vielleicht kannst du ja doch die Tür auf der einen Seite. Ach nee, es war ja die. Wir sind ja genau richtig. Ich hätte ja gedacht, du kannst jetzt hier mit Kreistaste drüber. Guck mal, das ist doch auch so ein Witz. Als ob meine Figur nicht hier drüber klettern könnte. Ihr müsst nur ein Bein heben, es rübersetzen und seht das Item holen. Stell dir mal vor, du stehst vor so einer Mauer und sagst so, oh nee, du, da kommen wir nie rüber, das ist mir zu hoch. Das ist mir einfach viel zu hoch. Das Item muss warten, ich komme da nicht ran, tut mir leid. Ich bin einfach dafür nicht gebaut, mein Körper schafft das nicht. Wie komme ich da jetzt rüber? Warum, es gibt denn nur diesen einen Weg? Und von da oben runterspringen kann ich ja auch nicht. Geil wäre, wenn du da oben an die Mauer gehen müsstest und dann mit Kreis eine Interaktion, dass er rüberspringt. Das wäre richtig dumm. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es hier irgendwo einen Weg gibt. Vor allem, es muss doch hier einen Weg geben. Das ist doch jetzt, das kann nur ein Scherz sein. Es muss doch hier irgendwo vorbeigehen. Kann ich hier hochklettern vielleicht? Das ist auch so ein Nachteil vom Spiel. Wir hatten ja schon des Öfteren mal so Punkte erwischt, wo du nicht weiterkommst. Andere Punkte, da kannst du wieder sehr easy dich vorbeischleichen. Und das hier, das ist wieder so eine Sache, da verstehe ich das Spiel nicht. Ich mach das mal. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich gehe nochmal. Mal vielleicht von hier irgendwo. Vielleicht kannst du ja von außen. Nee, natürlich nicht. Natürlich kannst du nicht von außen da lang. Und unser Held schafft es ja auch nicht, die Steine hochzuklettern. Da unten ist Abgrund. Ich muss es nochmal probieren. Ich gehe nochmal nach oben. Denn das habe ich ja eben nicht ausgetestet. Und das wird auch nicht klappen. Ja, es tut mir auch leid. Wir verschwenden jetzt hier ganz viel Zeit. Bei so einer total banalen Sache. Und ich schätze, wenn wir da hinten ans Item kommen. Also an den Gegenstand. Dann ist da ja locker auch nichts Spannendes. Irgend so eine unbekannte Soldatenseele oder sowas. Hier müsste ich jetzt rüberspringen können. Das wäre richtig witzig. Nee, kann ich nicht. Schafft er nicht. Mein Held kommt hier nicht vorbei. Das ist krass. Das ist so krass. Aber es kann doch hier einen Weg geben. Es muss hier einen Weg geben, weil anders kommst du doch dann gar nicht mehr hin. Wir haben jetzt links und rechts alles abgeguckt. Ich finde, es gibt doch da keinen weiteren Weg. Wie willst du da... Ach, egal, komm, ich mach mich dafür zu verrückt. Dann kriegen wir es einfach nicht. Wir kriegen es einfach nicht. Hier kann ich ja auch runterspringen. Das schafft ja meine Held. Wir akzeptieren das. Kann ich hier in den Boden springen? Geht das? Nein, schafft er nicht. Schade. Geht nicht. Dann gucken wir hier nochmal, ob da was Spannendes ist. Überall Bäume, die brennen. Überall Monster, die darauf warten, abgeschossen zu werden. Und natürlich können wir brennendes, morsches Holz auch nicht zerstören. Und da ist schon die nächste Nebeltür. Uchigatana. Das sagt mir was. Das habe ich schon mal gehört, diesen Begriff. 95. Oh, auch auf die 180 Blutung. Ey, hier sind ja für unsere Waffen die viel besseren Möglichkeiten. 95. Oh, das ist ja noch besser. Und ich habe meine ganzen Sehnen ausgegeben. Ich könnte schreien. Okay, das ist bitter. Naja, der kommt schon noch. Der kommt schon noch, aber besiegen müssen wir da sowieso nicht. Vielleicht kann ich ja Uchigatana auch nochmal aufstärken. Ah, diese 100.000 Seelen, ey, das tut schon weh. Der ganze Aufwand völlig umsonst. Weil wenn man jetzt sieht, wir haben
Das ist eben das Ding, wenn du so drei große Level abschließt und da ist nirgendwo mal eine Verbesserung für deine Spieltypen, für deinen Style, den du an den Tag legst. Und jetzt kommst du hier. Da, das war auch dumm. Ich hätte einfach das Schild vorne lassen sollen. Das war Zufall, Leute. Das war purer Zufall. Es gibt hier unsichtbare Wände. Weil ich habe mich nämlich gerade gewundert, wo soll denn der Pfeil herkommen? An der Wand war doch gar nichts. Oh, da kann ja alles hier irgendwo sein. Da kann ja theoretisch auch hier irgendwas sein. Oh, ich will nicht. Vor allem, wir waren doch schon im letzten Gebiet. Gab es noch diese ewigen, lang gezogenen, verwinkelten, schmalen Gassen? Jetzt geht das hier weiter. Ich dachte, wir hätten es hinter uns. Hier eine Tür, die offen ist. Kellertür. Da ist jemand. Haha, Kupferschlüssel. Na, mein Freund, wie geht's dir? Ihr habt mich gerettet. So ist es. Bist mir auf ich ewigen... Ich kann nicht glauben, dass ich auf die Falle reingefallen bin. Zum Dank verpflichtet. Ich bin euch wohl was schuldig. Ja, das würde ich auch sagen. Bleitsch, ein Grabräuber. Zum Dank kann ich euch ein paar nützliche Dinge geben. Seelen hätte ich gerne. In dieser Gegend nicht ein wenig Hilfe gebrauchen. Oder Scherben. Hast du Scherben? Er hat Gräser. Oh, die kosten weniger. Dieser miese Verräter oben im Nexus. Der gibt uns das für einen viel teuren Preis. Seelenreste. Und er hat die Wolkensteinscherbe. Wir haben hier einen Krummsäbel und einen Falkjorn. Das brauche ich beides nicht. Kurzbogen, Langbogen, Lederschild. Pfeile und Kappe. Brauche ich auch nicht. Okay, wir merken uns. Er hat Wolkensteinscherbe. Die kostet 3000. Wieso ist denn das so teuer? Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir bräuchten von den Scherben auch so 70 Stück. Oh je. Ich bin noch nicht fertig. Das ist auch so geil. Er ist hier im Knast. Ich befreie ihn und zum Dank verkauft er mir Sachen. Geil. Geiler Typ. Hat sich richtig gelohnt. Es war mir eine Freude, dich zu befreien. Also ich weiß nicht. In alten Spielen war es so, da sah Dankbarkeit noch anders aus. Da hatte man zum Dank mir einfach irgendwas geschenkt. So sah der Dank aus. Ja, ich weiß, ein richtiger Held, der braucht keine Items. Da ist das Lob und die Anerkennung schon Dank genug. Ehre, wem Ehre gebührt. Ah, wir sind hier in einer Dämonenwelt. Ehre bringt mir nichts. Ich brauche hier... Brauche ja cooles Zeug, um zu überleben. Okay, da haben wir schon mal dem geholfen. Oh, jetzt musst du auch hier jede Wand anschlagen. Das war ein Rückkehrpunkt. Weil ich stand doch vorhin hier unten, oder? Ich stand doch vorhin hier und hab doch gegengeschlagen. Oder nicht? Dann ist das vielleicht auf der anderen Seite auch so. Tja, dann müssen wir nochmal. Dann müssen wir nochmal nach hinten. Ne, hier war die Krähe, glaube ich. Hä? Ich war hier noch gar nicht. Das wollte ich nicht. Das war ein Versehen. Keine Mo? Nee, kann ich nicht. Sag mal, ich hab doch... Aber wir sind doch vorhin hier hochgegangen. Wieso habe ich denn das Item nicht gesehen?
Weil so viele Möglichkeiten gab es doch gar nicht, sich hier zu verlaufen. Wir sind doch... Ach nee, hier war der Weg zur Krähe und hier? Ich dachte gerade, wir sind jetzt da drüben rausgekommen. Seelenreste. Naja, dann gehen wir nochmal zur Krähe. Oh, ich habe schon keinen Bock. Ich höre es schon wieder. Bitte, bitte Ohren zu halten. Gar nicht erst die Chance geben, dass die irgendwas quatschen kann. Ja, soll schön Ruhe lassen. Dann gehen wir nochmal nach hinten, weil es so schön Spaß macht. Das machen wir heute den ganzen Tag, bis wir den Weg gefunden haben. So. Nee, hier ist nichts. Kannst du vergessen, da ist einfach nichts. Naja, man kann ja alles haben. Ihr habt es ja gesehen. Wir haben jetzt eh ein paar coole Waffen gefunden und ein paar Seelenreste. Wahrscheinlich ist es genau das gleiche. Haben wir ja vorhin schon gesagt. Dann gehen wir durch die nächste Nebeltür. Nämlich die da. Das Gebiet scheint nicht so groß zu sein, aber doch viele versteckte Sachen, die man hier holen kann. Ich habe mich auch eh gewundert, warum diese Nebeltüren so nah beieinander liegen, weil bisher ist es so, dass hinter der dritten Tür immer ein Boss wartet. Gucken wir mal, wie es hier ist. Ne, hier geht ein Weg weiter. So, den könnten wir abschießen. Ja. Ich habe festgestellt, ich habe ja noch das nicht so geile Schwert ausgerüstet. One shot. Ich mache auch immer denselben Fehler. Jetzt war das Ding hinter uns. Ich sollte aufpassen auf diese Pfeile. Weil wenn wir jetzt nämlich hier das erste Mal wären... Oh, wo kam der jetzt her? Das ist ein härterer Brocken. Kann es aber auch blocken. Das ist ähnlich wie der Ritter, dieser eine harte Ritter. Der gibt dir bereits den Klumpen, Klingsteinklumpen. Ihr wisst, die Klumpen, das waren sehr seltene Items. Das ist schon so eine kleine Überraschung, weil der hat es unwahrscheinlich drauf gehabt gerade. Der ist ja selbst, also der ist für mein Level genau richtig gerade. Das ist eine Überraschung. Er gibt gar nicht so viele Seelen, wir haben ja schon ein paar Monster besiegt, die geben uns bessere Seelen. Aber der Item-Drop, der war gut. Klingensteinklumpen. Davon kann ich noch ein paar Sachen mehr gebrauchen. So, Halbmondgras. Ist auch okay. So, jetzt können wir nach hier drüben laufen. Ja, es war. Das war nicht klug. Wieder eine Scherbe. Unmenschlichkeit. Also hier gefällt es mir viel besser. Ich finde, so diese großen Bereiche, diese offenen Welten, das ist eher meins als diese engen Katakomben. Zumal du auch
viele Items findest. Wir haben jetzt in der kurzen Zeit so massiv viele Sachen gefunden, weil hier alles so Arsch an Arsch liegt. Und die hier, auch egal. Guck mal, wenn die jetzt schießen... 74 haben die nur. Ja, es kann nicht schaden, hier schon mal so den einen oder anderen zu besiegen. Dass der uns dann später nicht auf den Sack gehen kann. Jetzt müssten wir nochmal nach unten und den Weg lang laufen. Wir sind von hier hergekommen. Und da unten war ja der nächste Weg. Naja. Dann machen wir da jetzt weiter. Die Falle hatten wir schon aktiviert. Die dürfte sich hoffentlich nicht nochmal auslösen. Und diese unsichtbaren Türen. Ich glaube, man kann die auch erkennen. Die sind so ein bisschen... Ach, Mann. Visuell dargestellt. Oh, ich wäre fast sogar nach unten gesprungen. Aus Versehen. Ich kann den nicht bekämpfen, das ist mir zu gefährlich. Guck mal, der hat schon auch mehr ausgehalten. Jetzt reicht's. Ich mach die jetzt platt. Wo sind sie? Als ob die jetzt weg sind, als ob. Kann ich da runter? Oder ist das hier... Nee, das ist wieder so optische Täuschung. Man denkt, man würde runterspringen können und dabei ist da unten nur der Tod. Da ist wieder, sie sind gestorben. Das gibt's doch einfach nicht. Wo ist er? Ich warte jetzt. Der muss ja von hier irgendwann kommen. Das ist auch das erste Mal, dass wir durch so viele Nebeltüren gehen. Also erstens, passiert das sehr schnell? Kann es sein, dass mit jeder Nebeltür die Gegner immer härter werden? Dann wäre es hier in dem Biom neu, dass wir keine Bosse haben. Nee, auch hier kriegen wir ganz normale Scherben, aber die Scherben kosten ja auch mehr. Nein, ich habe wieder gegen die Wand geschlagen. Ich habe wieder einmal gegen die Wand geschlagen. Warum mache ich das denn? Der Dolch, Leute. Wir brauchen den Dolch. Ach doch, wir sind doch von da unten gekommen. Wir sind von hier unten gekommen. Wir sind am Anfang wieder. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, ich meine, der Held hätte es ja trotzdem einfacher machen können, indem er einfach nur rüberspringt. Aber gut, dann machen wir eben hier den etwas aufwendigeren Pfad. Die Lösung. Ein Ring der Regeneration. So, und wo sind wir jetzt hier? Wir sind von hier gekommen. Alles klar. Wir können nach oben, da ist ein Item. Oder wir bleiben hier unten. Und gehen... Na, nee, komm, ich gehe erstmal nach oben. Weil mein Abenteuerinstinkt sagt mir, erstmal Items holen und dann müssen wir eh wieder zurück. Zunehmender Mondgras. Das ist doch mal ganz nett. Brauche ich mir die Sache nicht kaufen. Und jetzt wollen die, dass ich hier rüber gehe. Ja, das geht auf einmal, ne? Also über Balken laufen, das dürfen wir. Ring des Grabräubers. Jetzt haben wir wieder coole neue Sachen gefunden, ne?
Zauberkapazität. Erhöht Angriff bei 30%. Das könnte man auch mal testen. Das ist aber ein so großes Risiko, weil du bist ja gerade bei 30% weniger TP. Da hast du ja schon, bist ja One-Hit. Verbessert die Tarnung vor schwarzen Phantomen. Was ist denn hier ein schwarzes Phantom? Ich kenne diese roten Monster. Würde ich eher sagen, das sind rote Phantome. Was denn ein schwarzes Phantom? Und zieht Angriffe von Feinden an dich. Auf sich. Mehr Seelen, Gegenstände. Tja, also es sind schon interessante Gegenstände, die wir hier finden. Aber wir bleiben erstmal so wie die ganze Zeit. Ich denke, mehr Seelen bekommen und ein bisschen mehr... Gegenstände finden, das kann schon nicht so verkehrt sein. Das ist noch eine Seelentür. Ein Nebeltor. Musste ausweichen, also eine Rolle machen. Dass er uns danach trifft, ist komisch. Der lässt sich auch nicht zurücknocken, so einfach. Habt ihr gesehen? Der ist schon ein bisschen schwerer, weil der sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt. Du schlägst auf den drauf, interessiert ihn nicht. Der hat auf jeden Fall gut geskillt. Halbmondgras. Vielleicht jetzt. Vielleicht kommen wir jetzt zur Bosskammer. Tatsächlich, Richter. Naja, muss ich jetzt nach unten springen? Warte mal. Also ich würde gerne nach unten springen, aber ich kann doch hier nirgendwo runterspringen. Wenn das machen, bin ich doch tot. Kann ich hier jumpen? Oh, ich kann den gar nicht attackieren, krass. Der hat oben die Schwachstelle, ich muss da hoch. Ich muss nur auf Kopfhöhe treffen. Hier nämlich. Ich muss ihn hier irgendwo treffen. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Ich komme doch mit dem Schwert gar nicht auf den dran. Und die Kamera, die ist ja so schrecklich.
Was das? Hä? Aber wieso sind die Bosse so einfach? Ich meine, wir haben jetzt wirklich nur mit Pfeil und Bogen auf den drauf geschossen. Weil wir hier ganz gut standen. Ich frage mich nur gerade, was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich nicht einen Pfeil und Bogen hätte? Was wäre denn dann passiert? Ich wüsste tatsächlich nicht, was ich gemacht hätte ohne Pfeil und Bogen. Kein Scherz. Naja. Der Richter. Ich weiß doch gar nicht, wie er hier reingekommen ist. Ich meine, der ist ja so groß und dick und schwer gewesen. Seele eines berühmten Kriegers. Tja, ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt so geht beim Zugucken, aber... Also ich sag mal... Als ich die Folge heute begonnen hatte, ich bin richtig motiviert gewesen. Ich hatte Bock, mein Schwert zu testen. Hatte Bock auf neue Welten. Ich wollte den Turm erkunden. Und all das hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe. Eine pralle Dämonenseele. Ich habe gedacht, der Turm, da geht's nochmal schön nach oben mit weiteren Gebieten und du musst dich da durchschlagen. Ich habe so befürchtet, dass da Magierklassen warten. Wo ich es nochmal schwer habe, durchzukommen. Und dann wollte ich eben heute oder morgen erst in diese Welt hier rein. Und jetzt haben wir halt zwei Bosse gehabt. Und diese beiden Bosse, die haben sich so angefühlt wie Einsteigerbosse. Da war ja das Skelett, was vor dem Boss positioniert war, das war ja viel härter. Weil ich stell mir gerade vor, du spielst die erste Welt und kannst dann frei entscheiden, wo du hin willst. Und du entscheidest dich hier für die vierte Welt. Dann... Wären wir 100 pro oft gestorben, weil uns die Fallen erwischt hätten, ein paar Mal. Und uns das Skelett bestimmt auch ausgeschaltet hätte. Da gehe ich jede Wette drauf ein. Und dann kommt der Boss und den hätten wir dann wieder easy geschafft. Der hätte ja irgendeinen, also wirklich irgendein ganz normaler Bogen hätte ja auch ausgereicht. Holst dir ein paar Pfeile und der hatte ich ja gar nicht erwischt, da hinten. Also den kriegst du auf jeden Fall platt. Auch mit einem kleineren Level. Musst du nur ein paar mehr Pfeile mitnehmen. Es liegt natürlich auch daran, dass wir schon eine gewisse Stärke mitgebracht haben. Das ist auch ganz klar. Aber jetzt überlege ich, was mache ich denn jetzt? Weil ich kann ja... Ach, ich hätte gar nicht runterspringen müssen. Ich habe das hier gar nicht gecheckt. Oder war das wohl noch gar nicht offen? Naja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Ich überlege trotzdem, was ich jetzt mache, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt in Ausdauer oder in Lebenspunkte was investieren müsste. Ich glaube, alles, was ich jetzt habe, noch an extra Seelen, pimpe ich rein in Angriffsstärke. Wir haben wieder Seelen und wenn wir mehr austeilen, dann kann das ja nicht so verkehrt sein. Ich gehe mal in den Nexus zurück. Ja, dann ist die heutige Folge sehr, sehr kurz. Dann war es ja doch ganz gut, nochmal ein bisschen zu erkunden. Ich gehe auch nochmal zurück. Weil ich gucken möchte, ob ich irgendwo was übersehen habe. Ich meine, wir sind trotzdem hier mit 30.000 Seelen raus. Das ist schon faszinierend. Aber wie krass einfach das jetzt hier wird. Sind wir wirklich zu overleveled? Ich kann euch Waffen schmieden. Naja, ich meine, es war der erste Boss. Das haben wir auch nicht vergessen. Es war der erste Boss und... Aber trotzdem, der Weg dahin war wieder viel schwerer als der eigentliche Boss. Ich dachte immer, dass der Endkampf immer so ein Highlight sein sollte für das Abschließen eines Levels. Das ist ja hier andersrum. Hier ist das Highlight eher das ganze Dungeon-Layout, die Wege dahin, diese ganzen Rätsel und geheimen Türen. Das ist so hier das Highlight. Und der Bosskampf, ach komm, den nimmst du einfach immer so mit. Schade. Sehr schade. Aber ich mache eins noch. Ich kann euch Waffen schmieden. Genau, denn das Aufwerten wollte ich mir einmal anschauen. Oh, der kann sogar durchpiercen. Hat aber nur 45 an... Ja, dieses Schwertsymbol, was heißt denn das überhaupt?
Was heißt diese 45? Weil das, da steht eine 50, 45 und 60. Die Flamberge, die ist ja da besser. Ich kann nur mit dem Symbol nichts anfangen. Physischer Schaden. Minderung, Prozent. Aber wieso Minderung? Wieso denn Minderung? Heißt das übersetzt, wenn ich das Schwert ausgerüstet habe, bekomme ich weniger Schaden? Warum? Was würde es ja verstehen? Das ist gerade irgendwie strange. Warte mal. Das ist wirklich komisch. Weil was wäre denn jetzt hier besser? Die Uchigatana hat eine sehr kleine Haltbarkeit. Dafür aber 95 und ist schnell. Dann ist doch Kilitsch bestimmt besser, oder? Ich guck mir das nochmal an. Das gibt beides D. Hier ist aber die Attributsanforderung höher. Das heißt, wenn du das Schwert am Anfang findest, hast du Schwierigkeiten, weil du erstmal 18 Stärke brauchst. Oh, und die braucht auch Scharfsteinsachen. Und die ebenfalls. Aber für welche Waffen brauchte ich denn dann diese Wolkensteinscherben? Das werde ich mir online mal angucken. Hier gibt es auf jeden Fall einen Break. Ich guck mal, wie lang die heutige Folge gewesen ist. Die war bestimmt sehr kurz. Kam mir jetzt vor wie eine Stunde maximal, wenn überhaupt. Ja, eine Stunde 17. Aber... ja, mehr ist eben nicht passiert. Das muss ich erstmal sacken lassen. Ich guck mal die Folge selber nochmal an. Dann gehe ich hier ganz gechillt nochmal zurück. Und dann haben wir es geschafft. Welche Überraschung. Sehr kurzes Gebiet. Sehr einfacher Kampf. Wir sind gut durchgekommen. Haben ein paar Seelen bekommen. Tja. Also jetzt könnt ihr mir gerne mal Tipps geben, wo ich hin soll. Weil gedanklich ist das Spiel für mich jetzt abgeschlossen. Weil was soll denn jetzt noch kommen? Ich will jetzt möglichst schnell zum Uralten. Und ich überlege sogar jetzt, ob es Sinn macht, alles weiter zu erkunden, weil wir haben jetzt zwei Schwerter und ein Schild auf E-maximaler Stufe. Also warum jetzt noch jeden Winkel erkunden? Vielleicht verlieren wir einen Schlüssel, den wertvollen, oder eine andere Waffe. Aber ansonsten, wir brauchen doch nichts anderes. Ich wette, dass dieses Schwert und dieses Schild ausreicht, um das Spiel ab diesem Punkt erfolgreich beenden zu können. Wenn wir jetzt jeden Punkt, den wir bekommen, im Austausch für Seelen in Angriffsstärke investieren, dann ist das doch hier eine sichere Bett, oder? Weil selbst die Heil-Items haben wir zu Genüge. Und ob die Tendenz jetzt schwarz oder hell wird, kann uns ja auch egal sein. Und ich denke, so wie wir spielen, dann wird sie eh neutral bleiben. Also selbst da, vielleicht ziehen wir mal im nächsten Part durch und erkunden einfach nicht alles. Wir versuchen, wie so ein Speedrunner. Also bin ich dann natürlich nicht. So einfach so von Nebeltor zu Nebeltor zu kommen. Ist das ein Deal? Weil jetzt will ich so langsam wissen, was kann der Uralte? Und wir brauchen halt nur noch zwei Bosse. Vielleicht wird es dadurch spannender. Dass wir jetzt langsam weggehen von wir erkunden viel zu... ist gar nicht mehr notwendig. Wir wollen ein bisschen mehr Action haben. Denn die fehlt mir. Mir hat heute die Action gefehlt. Das hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil es einfach... das war zu einfach. Vielleicht das eine Schwäche in dem Spiel. Das ist auch die Gefahr, wenn du das so designst, dass du eben 5 Gebiete hast und du darfst in jedes Gebiet. Dann hast du es aber, egal wo du reingehst, nur in diesem einen Biom am schwersten. Wenn du dich da durchbeißt, ist das die ultimative Dark Souls-Erfahrung. Hast du es aber geschafft und du hast jetzt ganz viele Seelen bekommen, sind alle anderen Gebiete auf einmal nicht so schwer. Tja, schwierig. Wie ist denn das bei Dark Souls? Ich habe ja auch mal einen Teil gespielt. Ich glaube, es war der zweite. Dort kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich
an einem Punkt gesagt habe, es wird immer einfacher, im Gegenteil, da kam es mir so vor, dass es immer anspruchsvoller wurde. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich überall hin konnte. Da war das schon so logistisch ausgebaut, dass du erst so Step für Step von Welt zu Welt gelangen konntest. Oder täusche ich mich da? Habe ich das so schwer in Erinnerung? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich da so schlecht dran erinnern. Naja, egal. Ist jetzt erstmal schlimm? Na, nee, es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Nur man merkt, dass wenn je weiter wir kommen, ist es eben unspannender, leider. Aber ich möchte auch gar nicht zerreden. Wir machen heute hier einen Break. Dann mache ich heute sowieso nochmal eine Aufnahme. Und dann mal gucken, wie wir hier im zweiten Abschnitt vorankommen. Vielleicht wird es dann doch nochmal ein bisschen cooler. Und bis dahin erstmal Rinja und tschüss.